Wow. 20 Jahre. 2 Jahrzehnte. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die unter diesen Bedingungen groß geworden sind, die gar nichts anderes kennen. Eine Welt, die sich auf das Thema Terrorismus fokussiert hat. Als ich groß geworden bin, ging es noch um Ideologien, ging es um Systeme, unterschiedliche politische Systeme, es ging um Staaten. Da waren klar definierte Gegner, in Anführungsstrichen. Meistens war es die eine Regierung gegen die andere Regierung. In der Regel war es so, dass die Menschen untereinander weniger feindlich gesinnt waren. Aber trotzdem. Es gab klare Ziele, es gab klare Gegner, es gab klare Fronten, es gab klare Grenzverläufe, was gut ist, was böse ist, wer zu den Guten, wer zu den Schlechten zählte, je nachdem, auf welcher Seite der Ideologie man stand. Aber es war klar umfasst, es gab klare Grenzen. Da war nichts. Entweder Wischiwaschi, sondern es entweder oder. Der Böse, der Gute. Dafür oder dagegen, das war so die Zeit, der ich groß geworden bin. Es ist einfach so. Und dann kam 9/11. Und plötzlich ging es nicht mehr um ganz konkrete Feinde, sondern es ging um etwas, was so schwer zu greifen ist. Terroristen. Was ist das eigentlich? Und da sage ich jetzt mal, wir haben leider versäumt, in der Weltengemeinschaft ganz klar, offiziell wirklich zu definieren, was denn nun genau ein Terrorist ist, eine Terroristin ist oder eben auch nicht. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Begriffe Terroristin und Terrorist heutzutage irgendwo was Beliebiges hatte. Das ist traurig. Das finde ich extrem traurig. Das finde ich auch besorgniserregend, muss ich ganz ehrlich mal nochmal sagen. Das ist eine Entwicklung, die finde ich furchtbar. Inzwischen ist es so, dass wann immer eine Meinung, ein Argument nicht mehr gefällt, dass dann sofort dieses Argument gebracht wird, XY Terroristin, XY Terrorist. Das ist so beliebig geworden. So beliebig wie auch der Begriff ich hasse. Oh, ich hasse Bananen. Ich hasse die Band XYZ. Ich hasse Corona, ich hasse, zu Fuß gehen zu müssen. Ich hasse es, Sport machen zu müssen. Ich hasse Spinat. Sprachterroristin. Ökoterrorist. Tierschutzterroristin, Tierschutzterrorist. Es geht gar nicht mehr unter Terrorist. Es geht gar nicht mehr darum, irgendwo zu sagen, deine Meinung ist echt scheiße, deine Haltung ist beschissen und ich finde dich bescheuert. Nein, das geht gar nicht mehr. Es muss inzwischen immer der Terrorist oder die Terroristin sein. Und dadurch relativiert man das, was am 11. September passiert ist, wir relativieren dadurch, wir alle relativieren dadurch, das, was im Anschluss passiert ist. Wir relativieren dadurch das entsetzliche Leid,
was durch Terroranschläge über Menschen kommt. Und damit meine ich diejenigen, die direkt Opfer von Terroranschlägen sind, diejenigen, die Familienangehörige, Freunde, Freundinnen, Bekannte, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen verloren haben. Ich meine unsere Gesellschaft, die durch Terroranschläge verändert wurde. Das alles relativieren wir. Und es gibt auch die Gegenseite, es gibt auch diejenigen, die diese Terroranschläge verursachen. Versuchen wir das dadurch zu relativieren? Versuchen wir diese Leute kleiner zu machen, indem wir diesen Begriff Terrorist, Terroristin beliebig verwenden? Oder vergrößern wir dadurch das Problem? Weil wir sagen, das ist so etwas Beliebiges und das, was ihr da tut, oh, ist das normale Spektrum. Ein Terroranschlag hat nichts Normales. Und deswegen darf ein Terroranschlag auch nicht relativiert werden. Und Begriffe, die mit Terroranschlägen im Zusammenhang stehen, Terrorist, Terroristin, solche Begriffe dürfen ebenfalls nicht relativiert werden. Das führt nämlich dazu, dass sich die Einstellung dazu relativiert. Das ist dann plötzlich Teil, Bestandteil des normalen menschlichen Verhaltensspektrums. Und das ist es nicht. Eine Terroristin und ein Terrorist, jemand, der Gewalt anwendet gegen Zivilistinnen und Zivilisten, um das eigene Gedankengut durchzusetzen. Der ist außerhalb des normalen menschlichen Verhaltensspektrums. Das ist etwas, was wir nicht relativieren dürfen. Wir dürfen die Begriffe Terroristin und Terrorist wirklich nur in dem Zusammenhang mit Terroranschlägen verwenden. Andernfalls nähern wir uns diesem Verhaltensmuster an, dass wir sagen, das gehört zum normalen Spektrum. Das ist die falsche Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Es ist auch die falsche Art und Weise, wie wir auf solche Dinge reagieren. Wir machen das dadurch nicht kleiner. Vielleicht hat der eine oder die andere das Gefühl, dass etwas, was seiner eigenen oder ihrer eigenen Meinung überhaupt nicht entspricht, sei es jetzt im ökologischen Bereich, sei es im Sprachbereich bei der Benutzung von Gendersternchen oder auch keiner Benutzung von Gendersternchen, bei der Nutzung von alternativer Energie, von grüner Energie oder auch von Nutzung von Atomenergie oder von Nutzung von Kohlekraftwerk, dass nur die eigene Meinung zählt und alles andere ist ganz furchtbar. Das ist so. Ja, ich habe auch sehr strikte Vorstellungen und ich lege mich gerne mit jedem an, der eine andere Position hat. Aber trotzdem sind Menschen, die eine andere Position vertreten, für mich keine Terroristinnen und auch keine Terroristen. Sie mögen Idioten sein. Aber sie sind keine Terroristen. Bitte, achten wir alle mal gemeinsam darauf, welchen Wandel der Begriff Terrorist, Terroristin bei uns im Sprachgebrauch hat. Und vielleicht könnten wir dann auch mal gleich damit anfangen, im Zusammenhang mit Kindern, auch Kinder sind keine Terroristen. Niemand ist ein Terrorist, außer er ist ein Terrorist und bringt Menschen um.
Das ist eine Terroristin. Das ist ein Terrorist. Das ist Terrorismus. Mit Waffengewalt andere Menschen umzubringen. Das ist Terrorismus. Wenn wir uns darauf einigen könnten, wären wir alle in der Gesellschaft und auch in der Welt schon mal einen Schritt weiter. Das nächste, was ich mir erhoffe, ist, dass wir grundsätzlich mal von der Haltung, von der reflexartigen Reaktion wegkommen, Gewalt mit erneuter Gewalt bekämpfen zu wollen. Ich möchte Folgendes klarstellen. Ich wünsche mir eine Welt ohne Waffen, ohne Armeen. Und ich halte beides für machbar, aber nicht jetzt. Ich halte beides für machbar innerhalb der nächsten Hunderte oder Tausende von Jahren. Dann werden wir es vielleicht wirklich geschafft haben, dass wir innerhalb der Menschheit keine Waffen gegen andere Menschen mehr verwenden. Das wäre toll. Und ich gehe davon aus, dass wir das tatsächlich schaffen werden. Aber bis dahin halte ich es für sinnvoll, wenn Staaten sich selbst verteidigen, wenn Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen sich und die Bürger und Bürgerinnen verteidigen können gegen Verbrecher und Verbrecherinnen. Ich halte es für sinnvoll, wenn unsere Bundeswehr gut bewaffnet ist und Deutschland und unsere Bürger und Bürgerinnen, aber auch die Verbündeten von Deutschland im Ernstfall verteidigen können. Kein Angriffskrieg, ausschließlich Verteidigung, wenn unsere Verbündeten oder wenn wir angegriffen werden, dass wir dann verteidigen können. Das als grundsätzliche Klarstellung. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass die Anwendung von Gewalt nicht länger als erste Reaktion verstanden werden darf. Und dazu tendieren wir nach wie vor. Es gibt irgendwo eine Gewalttat. Terroranschlag, kriegerischer Akt. Und die erste Reaktion, zu der wir alle tendieren, ist, wir schlagen jetzt zurück mit Waffengewalt. Dann wissen wir aber auch, dass sie das nicht mit uns machen dürfen. Das Problem ist, dass wir Gewalt mit Gewalt beantworten und dadurch die Gewalt immer größer wird. Weil auch das Gegenüber dann der Meinung ist, oh, jetzt müssen wir nochmal auftrumpfen. Und danach trumpften die anderen wieder mehr auf. Das ist doch irgendwie irrsinnig. Das ist doch irgendwie Mischugge. Das ist doch irgendwie bekloppt. Ich würde es toll finden, wenn wir aus diesem Reflex mal herauskommen könnten. Ich stelle mir sehr häufig vor, was wäre passiert, wenn die USA damals anders reagiert hätte. Ich habe das gesehen und habe in dem Moment gedacht, oh Gott, bitte, wer auch immer das war, lass es bitte keine Sowjets sein, lass es bitte keine Chinesen gewesen sein, bitte nicht. Und bitte lass es auch keine Deutschen gewesen sein. Ich möchte ungern, dass wir hier in Grund und Boden gebombt werden. Weil mir klar war, dass die Amerikaner auf dem eigenen Grund und Boden angegriffen worden sind und dass es im Reflex aus der Geschichte der Amerikaner heraus sehr wahrscheinlich war, extrem wahrscheinlich war, dass sofort mit Waffengewalt geantwortet wird. Aber ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass sie vielleicht nicht auf dieses rote Tuch genauso reagieren. Wie es erwartet wurde. Sondern ich habe mir vorgestellt, was würde passieren, wenn die Amerikaner genau das eben jetzt nicht tun würden. Was
Was für eine Stärke würden sie beweisen? Und wie viel Macht würden sie demonstrieren, wenn sie sagen würden, wir finden jetzt heraus, wer es war. Wir sehen uns an, in welchem Land die leben. Und dann werden wir die Bevölkerung von dem Land, denen werden wir die Möglichkeit geben, ein viel besseres Leben zu haben, als sie es jetzt haben. Durch Bildung, durch Sicherstellung der Ernährung, durch Schaffen von Arbeitsplätzen, durch Aufbau der Ökonomie, in Verbindung und nach den Wünschen der dortigen Bevölkerung. Und wir werden ihnen auch gleichzeitig sagen, ihr könnt uns zwar bebomben, ihr könnt uns zwar Attentäter ins Haus schicken, aber wir werden uns auf diese Gewaltspirale nicht einlassen. Wir bitten euch darum, dass die Verbrecher, die das bei uns gemacht haben, die dafür verantwortlich sind, stellt die bei euch vor Gericht. Und danach überstellt sie bitte zu uns, zu unserem Gericht, denn auch wir wollen sie vor Gericht stellen. Wir wollen sie auch bei uns in den Vereinigten Staaten von Amerika vor einem Gericht sehen. Sie sollen den Menschen, der Bevölkerung ins Gesicht sehen und erkennen, was sie getan haben. Und dass das, was sie getan haben, falsch war. Was wäre gewesen, wenn die USA so reagiert hätten? Wenn sie nicht gesagt hätten, wir antworten mit brutaler Gewalt, wenn sie nicht gesagt hätten, wir müssen uns jetzt anpassen an die neuen Verhältnisse und wir müssen uns jetzt darauf ausrichten, dass es solche Terrorschläge immer wieder gibt. Wir müssen uns darauf ausrichten, dass die Welt ganz schlimm und ganz böse geworden ist und nur wir sind die Guten. Was wäre gewesen, wenn die USA einfach ihr Leben weitergelebt hätten, um die Toten getrauert hätten, um die Verletzten sich gesorgt hätten, die Bevölkerung aufgebaut hätte? Und Verbindung aufgenommen hätte zu den Ländern, aus denen die Terroristen gekommen sind und da eben gesagt hätten, Leute, lasst uns die Grundlage eliminieren, lasst uns die Not der Menschen eliminieren, lasst uns die Bildung hochfahren, damit die Menschen selber erkennen können, dass Gewalt nicht der Weg ist und dass wir auch nicht der Feind sind, sondern wir nur eine andere Lebensweise haben. Was wäre gewesen, wenn? Ja, was wäre gewesen, wenn? Stattdessen wurde anders reagiert. Stattdessen leben wir in einer Welt, in der der Begriff Terrorist, Terroristin Alltagsgebrauchsgegenstand geworden ist, verharmlost wird. Eine Welt, in der dadurch, durch diese Relativierung, dem Terrorismus mehr Macht gegeben wird, als ihm überhaupt zusteht. Wir leben in einer Welt, in der wir regelrecht unsere ganze Zivilisation in allen Ländern darauf ausgerichtet haben, auf diesen einen Punkt, auf den Punkt Terrorismus. Schutz vor Terrorismus, Verhinderung von Terrorismus, alles in einer Art und Weise, dass sich alles nur noch darum dreht, aber weniger um die Wurzeln, um das, was da unten drunter liegt, um die Gleichwertigkeit von Menschen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde mich sehr freuen, weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir aus den letzten 2 Jahrzehnten Folgendes vielleicht mal mitnehmen. Terrorismus ist nichts, was zum allgemeinen Verhaltensspektrum von Menschen gehört.
Terrorismus und Begriffe aus dem Terrorismus sind nichts, was in irgendeiner Weise relativiert werden darf. Und Terrorismus bekämpft man am besten, indem man die Ursachen, die Not, das Unwissen, die Frustration bekämpft. Nicht die Menschen, sondern die Umstände, die Menschen dazu bringen, zur Gewalt greifen zu wollen. Das wäre so mein Vorschlag. Schreib mir gerne im Kommentar mal deine Vorschläge. Bis dann.